Wie du den perfekten Einstieg bei einem Altcoin vor dem großen Pump findest, das zeige ich in diesem Video. Deswegen herzlich willkommen auf meinem Kanal und lasst uns loslegen. Aber vorab möchte ich auf ein anderes Video hinweisen, wo ich Step by Step genau zeige, wie man solche Altcoins vor einem großen Pump findet. Da gehe ich wirklich auf eine sehr detaillierte Analyse ein, wo ich zeige, nach welchen Parametern man suchen soll, also welches Market Cap diese Altcoins haben sollen, was für ein Trading Volumen, danach auf welchen Börsen sie im optimalen Fall schon gelistet sein sollten. Und dann gehe ich auch ein bisschen detaillierter darauf ein, wenn man dann auch die Seite mal anschaut, was auf der Seite gegeben sein muss, wie das Team aufgebaut sein soll, welche Angaben über das Team da sein sollten. Dann gehe ich unter anderem auf die Investoren ein, auf den Twitter-Kanal, wie man diesen analysiert von einem Projekt. Darüber hinaus, auf was man bei einem White Paper achten soll, wie die Tokenomics sein sollten und so weiter und so fort, bis auf den Chart, welche Punkte wirklich im Detail analysiert werden sollten, damit man sehr früh sehr gute Altcoins auf dem Markt ausfindig macht und diese oder in diese rechtzeitig investiert, bevor sie dann wirklich ihre dann 10 bis 100x machen. Ich persönlich analysiere gerne diese Altcoins selbst. Also ich schaue natürlich auch gerne mal Influencer an oder auf bestimmten Telegram-Kanälen und anderen Ressourcen. Aber dort sind auch oft welche, vor allem bei den Influencern, sind ja Projekte, die diese Influencer bezahlt haben, um da auch erwähnt zu werden. Und das ist dann alles nicht ganz objektiv. Deswegen schaue ich auch wirklich selber in die Zahlen rein, wirklich im Detail in die Tokenomics, damit ich auch sehe, welche Projekte wirklich dann Potenzial haben für einen großen Pump und um rechtzeitig auch dabei zu sein, bevor diese dann irgendwo auf anderen Medien dann erwähnt werden. Dieses Video findet ihr unten in der Videobeschreibung und ich empfehle sogar, dieses Video vorab anzuschauen, damit ihr überhaupt wisst, wie man solche guten Altcoins vorab auch findet, ausfindig macht. Und wenn man diese dann gefunden hat, dann natürlich ist es wichtig, auf dem Chart mal zu schauen, wann der perfekte Einstiegspunkt ist. Und darüber sprechen wir in diesem Video. Da habe ich auch zwei Beispiele vorbereitet. Und diese können wir auch gleich mal anschauen. Hier haben wir einen Chart von Veracity. Und wenn ihr genau Step by Step diese Analyse, die ich auch gezeigt habe, in dem anderen Video durchgeführt hättet, würdet ihr natürlich auch Veracity oder würde Veracity auch auf eurem Radar erscheinen. Ungefähr im Januar 2021 war da auch ein guter Zeitpunkt, um zu investieren. Und ja, sobald ich einen Coin nach dieser Analyse dann ausfindig gemacht habe und der mir wirklich gefällt, dann schaue ich dann auf den Chart und warte, dass der Markt dann in eine kleine Korrektur kommt. Also es kommen ja immer wieder Korrekturen. Deswegen schaue ich da gerne auch auf den Bitcoin-Preis, damit oder wenn dieser dann auch korrigiert, korrigieren dann ja auch alle Altcoins mit. Und genau, da kommt es ja natürlich dann zu so einer Art Downtrend bei den Altcoins und den kann man auch dann sehr gut auch so einzeichnen. Der wird dann auch, oder diese Trendlinie sieht man auch, dass die dann sehr genau respektiert wird und öfter mal angetestet wird. Da warte ich auch gerne auf einen Breakout dieses Downtrends. Und wenn dieser hier erfolgt ist, das sieht man auch hier am 30. Januar, wurde dann diese Trendlinie durchbrochen und auch ganz wichtig, dass diese Tageskerze in diesem Fall auch dann über diese Trendlinie geschlossen hat. Und der nächste Schritt ist dann auch eine Kerzenformation, die nennt sich Bullish Engulfing Candle. Das heißt, kann ich auch nochmal hier zeigen, das ist diese Kerzenformation. Das heißt, es kommt zuerst eine rote Kerze. Okay, in unserem Fall sind es dann eine dunkel oder eine graue Kerze. Und die von einer grünen Kerze dann gefolgt wird. Und dabei sollte der Kerzenkörper auch größer sein als der Kerzenkörper dieser roten Kerze. Dann können wir hier von einer Bullish Engulfing Candle sprechen. Und das ist dann auch mein Einstiegssignal. Hier haben wir den Fall auch gegeben. Hier sieht man auch eine normalerweise rote. In meinem Chart ist es die roten Candles dunkelgrau. Das habe ich extra so gemacht aus einer eher psychologischen Perspektive. Wenn der Markt dann auch mal korrigiert oder etwas fällt, dann sieht man ganz viel Rot. Und Rot ist ja auch so eine Farbe, die ist nicht so angenehm. Und dadurch kommt man natürlich in so einen stärkeren Stresszustand,
wenn man ganz lange rote Candles die ganze Zeit beobachten muss. Deswegen habe ich das für mich maximal neutral dargestellt und dann die roten in graue Candles verwandelt und die grünen dann auch so in weiße Candles. Genau, und so eine Chartformation, Engulfing Bullish Candle, sehen wir hier. Hier eine graue Candle, gefolgt von einer größeren weißen Candle mit einem größeren Körper jetzt als bei der grauen. Und hier wäre dann auch der Entry Point, sobald diese Kerze dann geschlossen hat. Kann man auch ganz gut dann einzeichnen. Hier wäre dann ungefähr so der Entry Point. Zeichne ich mal hier so eine Trading-Position rein, obwohl die hier jetzt nicht so relevant sind, weil man hier nicht im klassischen Trading sind, sondern einfach Altcoins investiert, die dann einen sehr großen Pump haben. Da muss man hier nicht unbedingt mit Take-Profits arbeiten nach einem kleineren Pump nach oben, sondern hier wären es dann schon, kann man dann berechnen, wenn man diesen Einstieg dann genommen hat. Oh, dann ging das ziemlich weit nach oben. Und da haben wir dann etwa einen Gewinn von bis zu 6.000%. Also das sind wirklich diese Coins, die wir gerne finden, also die wir gerne auch mit dieser Analyse, die ich damals gemacht habe, findet man genau solche Einstiegspunkte, weil dann findet man auch genau die richtigen Coins, die dann wirklich ein Potenzial zu einem sehr großen Pump haben, zwischen 10 und 100x. Und dann findet man auch solche Coins ziemlich schnell. So, ein anderes Beispiel ist dann hier auch Sandbox. Gleiche Geschichte. Ich nutze auch gerne die Exponential Moving Averages. Das ist hier die 20er, 50er, 100er und 200er. Und ich schaue auch gerne, dass nach einem Breakout von dieser fallenden Trendlinie diese Bullish Engulfing Candle über den Exponential Moving Averages ist. Und noch besser, ab und zu findet man auch Resistance-Zonen. Also ganz klar ist hier oder hier auf dem Niveau ist ja dann eine, hier sieht man wieder eine. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, eher dann einen Einstiegspunkt nach einem Durchbruch so einer Zone zu finden, ist es ja natürlich etwas besser. Zum Beispiel hat man hier eine Bullish Engulfing Candle gehabt, die aber unter dieser Resistance-Zone war. Deswegen wurde hier das Ganze angetestet oder das Ganze hier nochmal rejected und nach dem zweiten Anlauf wurde die dann hier durchbrochen und hier wäre dann eher ein besserer Einstiegspunkt nach dem Durchbruch, nach einem auch bullischen Engulfing-Pattern, Kerzen-Pattern, der dann auch über den Exponential Moving Averages ist, diesen Bereich hier durchbrochen hat, also diese Resistance und dann das Ganze auch wieder einen sehr starken Pump gemacht hat. Das ist hier Sandbox. Und dann, ja, wie viel haben wir hier in etwa? Dann auch, ja, an die 825% gemacht. Also das sind wirklich diese Altcoins, die in diesem System im Zusammenhang mit dem vorigen Video oder wie man solche Altcoins auch finden kann, dann mit diesen Einstiegspunkten hier auch nutzen kann. Und dann auch sehr erfolgreich dann mit so einem System vom Kryptomarkt, von den kleineren Coins, die dann auch profitieren kann, da man auch natürlich vom Bitcoin alleine keine jetzt kurzfristig irgendwie 10 bis 100x erwarten kann und deswegen schaut man auch nach solchen kleineren Altcoins mit hohem Potenzial. Zum Traden selbst benutze ich die Plattform Femex, die ist sehr übersichtlich gestaltet und ich habe dann extra auch einen Link in der Videobeschreibung hinterlassen, den ihr auch nutzen könnt und durch diesen Link bekommt ihr dann auch einen Bonus von bis zu $4.100 auf euer Deposit zum Traden. Deswegen kann ich auch nur sehr motivieren, diese Plattform auch zu nutzen. Ansonsten, wenn euch solcher Content gefällt, dann lasst auf jeden Fall bitte ein Like da. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal, denn dann verstehe ich, dass solcher Content für euch interessant ist und werde auf jeden Fall in Zukunft viel mehr davon machen, damit ihr auch viel besser vom Kryptomarkt profitiert. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.